So, meine Damen und Herren, jetzt geht's wieder los. Und zwar mit den Hauptaufträgen, und die werden wir jetzt durchziehen. Viele haben gesagt, sie hätten das gerne so. Und danach vielleicht noch die Nebenquests. Königin Marvin. Warum kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir. Und ich zeige es dir. Okay. Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Wo sind die Steine, die der Hauptmann für die neue Festung haben wollte? Grublik. Wenn es diese Widerstandskämpfe gab, sind sie noch nicht hier gewesen, ha? Vielleicht sind sie ja gar nicht echt. Auf, der Tark! Was war das für ein Geräusch? Okay. Du! Schäbiger Elbenfreund, was schleichst du hier in den Schatten herum? Ah, das weiß ich noch selber nicht. Ich weiß nicht. Hey, Kobi, Fetti. Hey, Mr. Fetti. So. Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht.
Es ist vollbracht. So. Ihr gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Und dort müssen wir ihm wahrscheinlich helfen, ihn zu besiegen. Ist gut gemacht. Das ist jetzt noch mal etwas ganz Neues. Und dann wirklich weitermachen. Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Du feiger Wurm! Okay. Lauf! Jetzt? Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Okay, da vorne. Sind die nächsten? Richtung. Die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Klingen. Auf unseren Hauptmann. Wir werden niemals sterben. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Und die Beute ist... Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Hab gehört, es gibt einen Rauch, der die Spitze
vom Narchos erreichen kann. Welche Schlamm erwartet auf meine Schwange? Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Ja, schon da unten kann man gut gehen. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Gratwanderer muss in der Nähe sein. Die alte Wache war wahrlich eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Hm. Habt ihr das gehört? Ich habe ihn gesehen! Alle auf einmal los! Oblik soll ein doppelt so guter Mörder wie der letzte sein. Feiger Abschau! Einfach abgehauen! Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Sei mein Schwert! Dir sicher einen Vorteil verschaffen. Den habe ich aber gewaltig auch noch dazu jetzt. Du Narr! Ich bin zu klug für diesen Dreck! Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht! Ich glaube, da hat er nicht. Mich kannst du nicht täuschen! Und jetzt war's das aber. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können.
werden wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Sehen kann. Mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Sehr, sehr mühsam, diese ganze Geschichte hier. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Bis dann, auch einmal gut. Ciao.